Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Und zwar handelt es sich um Randall's Monday, ein Point-and-Click-Adventure von Dedelic Entertainment und Nexus Game Studios, wie wir gerade im Intro gesehen haben, was ich schon ultra lange spielen möchte, aber bis jetzt irgendwie noch nicht durchgezogen habe, was einfach daran liegt, da Randall's Monday zu den anspruchsvollsten Point-and-Click-Adventuren gehören soll, die jemals die Menschheit gesehen hat. Und da ich ja generell nicht unbedingt manchmal so schnell am Schnallen bin, dachte ich, ist es vielleicht keine gute Idee, das als Let's Play zu veröffentlichen. Aber ich dachte mir, wir sind ja viele. Wir gucken ja alle zusammen dieses Let's Play. Vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps, die ihr mir in die Kommentare schreiben wollt. Und wir wagen uns einfach mal an ein neues Spiel, oder? Was sagt ihr? Du reist durch eine andere Dimension. Eine Dimension, die nicht nur von Freaks und Geeks, sondern auch von einem Zwerg namens Carlos bewohnt wird. Es ist eine Reise zum Gummibärchenhaus in der Lollipopstraße, wo die Grenzen nur durch die eigene geistige Gesundheit gesetzt werden. Dort vorn ist ein Schild, auf dem steht: Begleiche deine Schulden oder du kannst deinen Beinen auf Wiedersehen sagen. Das Leben hat für jeden von uns von allem etwas. Ein paar nette Überraschungen, tragische Verluste, neue Freunde, Verrat. Wünschen wir uns nicht alle, wir könnten noch einmal zurückgehen, um alte Fehler, die wir gemacht haben, auszubügeln? Aber was, wenn der Mann, der diese Chance bekommt, ein soziopathischer, kleptomanischer, nichtsnutziger Vollidiot ist? Alter, mal echt. Er kommt nie aus seinem Zimmer. Ich habe ihn die letzten 6 Monate nicht gesehen. Ich weiß nicht mal mehr, wie sein Gesicht aussieht. Ha, er kommt nicht mal raus, wenn er aufs Klo muss? Nein, ich schätze, dafür sind die ganzen Eimer. Ich wette, er ist tot. Nee, er kommuniziert immer noch über Grunzlaute. Grunzlaute? Randall, bitte sag mir, du redest nicht von unserem Hochzeitsgeschenk. Ganz locker, Liebling. Wir reden von seinem Mitbewohner. Yep. Außerdem, so wie es aussieht, könnte mein Geschenk gar nicht grunzen. Die moderne Wissenschaft ist immer noch weit davon entfernt, ein rappendes Schwein zu züchten. Also muss ich mir leider was anderes einfallen lassen, Matt. Entspann dich, Alter. Der Gedanke zählt. Jungs, ich will einfach keine Szene auf meiner Hochzeit. Ist das echt zu viel verlangt? Szene? Was meinst du mit Szene? Das weißt du ganz genau. Wir sind lange genug befreundet. Ich habe eine sehr gute Vorstellung davon, was du für eine unvergessliche Erfahrung hältst. So, und da sind wir mitten im Spielgeschehen und können auch schon mal unsere Gesprächsoptionen ein bisschen angucken. Ich habe übrigens nicht weitergespielt als bis zu dieser Szene. Ich weiß also nicht, was kommt oder was hier an Dialogen in irgendeiner Weise folgen wird. Legen wir mal los. Zum Beispiel, meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen die Wegbeschreibung zu einer Lesbenbar gegeben habe? So wie damals, als ich das Gebiss von Matts Oma auf eBay gestellt habe? Redest du von der Sache, als ich versucht habe, Freddie Mercurys besoffenen Geist zu beschwören? Ich bin für die Nonnen und die Lesben. Zum Beispiel? Meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen die Wegbeschreibung zu einer Lesbenbar gegeben habe? Ha, ja, das würde ich als unvergesslich beschreiben. Das war's und ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre nicht lustig gewesen. Aber eins sage ich euch, sowas will ich nicht auf meiner Hochzeit. Das wird der wichtigste Tag meines Lebens und ich will nicht, dass ihr ihn ruiniert. Naja, deine Sache. Aber jeder weiß, dass Matt echt romantisch sein kann, wenn er will. Jeder. Wie ist das dann bitte an mir vorbeigegangen? Ach komm, Sally. Ich sag dir fast jeden Tag, wie sehr ich dich liebe. Ich bin super romantisch. Ja, klar. Weiß jetzt gar nicht, was romantischer ist, wenn du es rülpst oder mir einen Binärcode sagst. Nein, er meint sicher, wenn er es in Binär rülpst. Matt gibt in der Hinsicht immer alles. Merkst du daran, dass er fast erstickt, wenn er das macht? Ah ja, übrigens. Wohin geht's denn in den Flitterwochen? Was trinken wir hier nochmal? Und zieht ihr zwei dann in Matts Wohnung? Ja, das, was sie trinken, sieht zwar aus wie Bier, aber ich denke, es gibt eine witzige Antwort dafür. Was trinken wir hier nochmal? Irgendeine Art Bier, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ich vermisse die Grog-Ära. Das waren noch Zeiten. Kein Scheiß. Oh, sehr gut, wir können alles fragen. Dann fragen wir doch erstmal nach den Flitterwochen.
Wohin geht's denn in die Flitterwochen? Also ich finde ja Italien so richtig romantisch. Der Big Ben, der Eiffelturm, das Pantheon. Oh, es wäre so schön da. Boah, Sally, ich hab dir doch schon gesagt, das ganze Zeug ist in Deutschland. Außerdem ist Libyen immer noch meine erste Wahl. Ich würde sterben, um die Pyramiden zu sehen. Und? Zieht ihr zwei dann in Mats Wohnung? Ja. Genau, das war der Plan. Aber ich sehe mich schon nach einer neuen Bleibe um. Was? Du willst ausziehen? Ach komm schon, meine Ma hat uns gerade den Herdomatic 9000 besorgt. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich verschwinde mal eben. Bringst du uns noch zwei Bier auf dem Rückweg mit, Schatz? Noch mehr Alkohol? Damit du noch heißer aussiehst. Versprich mir einfach, dass du dieses Mal nicht kotzt. Hey, komm schon. Wie soll er das versprechen? Sally, wir werden heiraten. Du musst mir einfach vertrauen. Davon abgesehen, ich halte nichts mehr vom Kotzen. Fühlt sich irgendwie nach Abzocke an, weißt du? Ich meine, das, was da aus mir rauskommt, habe ich schließlich bezahlt. Okay, es ist einfach... Also ich dachte, wir machen zur Feier des Tages etwas Romantischeres. Weißt du, was echt romantisch wäre? Lass mich raten. Die nächste Runde? Sally, wieso? Kennst du mich nur so gut? Alter, sieh dir das mal an. Das ist der Ring, den ich für Sally besorgt habe. Was hältst du davon? Sieht auf jeden Fall teuer aus. Naja, ist ja deine Kohle. Das ist das Beste dran. Hat mich nur ein Dorito gekostet. Bullshit, Matt. Wenn du den geklaut hast, kannst du es mir sagen. Ich nehme mir auch manchmal Sachen, die mir nicht gehören. Ich weiß, jeder weiß das. Aber ich hab ihn nicht geklaut, Alter. Ich hab ihn von dem Penner, der in meiner Gegend lebt. Dann würde ich sagen, der mag dich. Das war echt seltsam. Der Typ war verrückt, sage ich dir. Hat nicht aufgehört, davon zu reden, wie der Ring sein Leben ruiniert hat. Meinte, er sei verflucht und würde die Welt vernichten. Vielleicht meint er das als eine Art Metapher. Alter, du hast ihm einfach ein paar Doritos gegeben und er dir dafür den Ring? Der mag dich definitiv. Mann, Randall, der Punkt ist, ich habe ihn dann zu einem anderen Kerl gebracht. Und der meinte, das ist 780,563 karätiges Gold. Und irgendwie ist das Ding auch noch Saphir-Rubin-Smaragd beschichtet. Glas schneiden und Autos kurzschließen kann's auch noch. Echt jetzt? Kann ich mal haben? Alter, du bist mein bester Freund. Deswegen bist du ja hier. Aber nie im Leben lasse ich diesen Ring in die Nähe deiner kleptomanischen Pfoten. Das mit dem Robotaschenrechner-Zwischenfall wirst du mir ewig vorhalten, oder? Wir waren doch noch Kinder. Nein, ich will nicht, dass jemand diesen Ring anfasst. Ist ja gut. Ich bin sicher, sie wird ihn lieben. Sieht echt schick aus. Schick? Schick? Dieser Ring ist besser als schick. Er ist fantastisch. Er ist der wundervollste Ring der Welt. Je länger ich ihn ansehe, desto eher möchte ich ihn ganz für mich. Was willst du ganz für dich? Dich, mein Schatz. Nur dich. Oh, naja. Hier hätten wir es, Jungs. Letzte Runde. Überall liegt Müll, soweit das Auge sehen kann. Das ist ein großes Problem. Das buchstäblich anfängt zu stinken. Ich fürchte, irgendwas wird über mich herfallen, wenn ich seiner Tür zu nahe komme. Ich würde echt wetten, er ist tot. Nein, Alter, ich sag es dir doch. Ja, grunzt, um sich zu verständigen. Jungs, wir feiern hier unsere Verlobung. Warum reden wir schon wieder über Randalls Mitbewohner? Shh, keine Sorge, Liebling. Der Freak ist tot. Eine sehr schöne Herr-der-Ringe-Anspielung, was den Ring angeht. Wo heiratet ihr eigentlich? Ihr erinnert mich an ein paar alkoholkranke Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Die hatten ein langes Leben, weißt du noch, Matt? Und, ich glaube, ich habe genug für heute. Nee, damit kommen wir bestimmt raus. Ich würde sagen, wir machen Ihnen erstmal ein Kompliment. Ja, erinnert mich an ein paar alkoholkranke Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Die hatten ein langes Leben. Weißt du noch, Matt? Ich hoffe mal, wir enden nicht wie diese armen Nager. Alter, mach mir jetzt kein schlechtes Gewissen deswegen. Ich habe keine Ahnung, wie die in den Ofen geraten sind. Vermutlich waren sie benommen und verwirrt von all dem Stress und Alkohol. Mögen sie in Frieden ruhen. Wo heiratet ihr eigentlich?
Ich hab St. Gilbert's wirklich gern, aber Matt hat gehört, die haben einen dreiköpfigen Affen in den Katakomben begraben. Das macht die Kirche irgendwie gruselig. Echt? Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Ich hab genug für heute. Was? Schatz, du sollst es für heute auch gut sein lassen. Ich? Wieso? Matt, ich find's einfach nicht gut, wenn jedes deine Augen gleichzeitig in eine andere Richtung will. Was? Ich find es total gut. Im Ernst, Matt, es ist genug für heute. Ich bin okay. Yes, okay. Oh-oh. Na toll. Randall, kannst du mal nach ihm sehen? Ich habe keine Lust, mir noch ein paar Schuhe zu ruinieren. Ich habe dir ja gesagt, du kannst ihn nicht vom Kotzen abhalten. Das ist, weiß nicht, seine Mutantenkraft oder sonst was. Klar, die abgestandene Luft mit ihrer dezenten Kotznote macht mir eh Kopfschmerzen. Etwas frische Luft mit Kotznote tut mir sicher gut. Nee, wir tun ihr mal den Gefallen. Etwas frische Luft mit Kotznote tut mir sicher gut. Da hat mein nervöser Klickfinger den einen Satz kurz weggeklickt, aber ich habe ihn ja vorher vorgelesen. Hoffentlich geht er erst mit dem Alkohol nach der Hochzeit etwas ruhiger an. Oh, klar, nach ein oder zwei Monaten auf Hochzeitsreihe wird er was Stärkeres brauchen. Heroin, Meth oder so. Können wir... Ah, wir können uns jetzt frei bewegen. Wie das so ist in Daedalic-Spielen, jetzt muss ich mal kurz an meinem Mikro mit dem riesigen, gigantischen Popschutz vorbeischauen. Auf meine Tastatur. Die Leertaste ist wie immer die Angabe dafür, mit was wir hier interagieren können. Und wir gucken... Ah, hierhin geht's ja auch noch weiter, ich werd verrückt. Wir fangen mal von links an, würde ich sagen. Noch weiter links? Okay, was haben wir denn hier? Ein Bild. Wir können es ansehen, wir können es anlecken und befingern. Die Bilder hier drin sind mir ein Rätsel. Mir ist gerade nicht danach. Die nehme ich nicht mit. Warum nicht? Die sehen beschäftigt aus. Können wir mitmachen? Ich störe mal lieber nicht. Oder sie anfassen dabei? Die will ich nicht stören, die haben zu tun. Na mein Gott. Was haben wir denn noch hier hinten? Billardstöcke? Bei den Bildern ist bestimmt überall das Gleiche, oder? Die Bilder hier drin sind mir ein Rätsel. Mir ist gerade nicht danach. Die nehme ich nicht mit. Okay. Billardstücke, kann ich die nehmen? Nicht der richtige Zeitpunkt. Okay, die brauchen wir also noch? Ein paar schöne Billardstöcke. Bevor Eleni besorgt hat, haben wir mit den Füßen gespielt. War ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Kann ich mir vorstellen. Dann schon lieber mit Leuten reden. Wie mit dem Opa hier? Pater Roy, der sieht ziemlich cool aus für einen Pater. Billardtisch. Hier haben wir noch Bilder, die Girlande. Wir nehmen erstmal den Pater. Das ist Pater Roy, eine lebende Legende. Was geht, Padre? Wie immer eine echte Stimmungskanone, hä? Keiner legt Hand an Pater Roy. Ein alter Billardtisch. Das ist irgendwie absurd. Solange der nicht bewusstlos ist, lässt er mir das nie durchgehen. Na gut. Können wir sein Bier nehmen? Nee, das ist nur der Billardtisch. Okay, das sind die Bilder hier hinten, die Girlande. Die Dinger verwandeln das letzte Loch in eine Party-Location. Damit rede ich doch nicht. Warum denn nicht? Ich komme nicht ran. Ach komm, wenn er dorthin geht und die Arme streckt, kommt er ran. Hey, Charlie. Der arme Charlie, den sollte ich nicht stören. Der meditiert. So sieht's zumindest aus. Den wecke ich lieber nicht auf, der meditiert. Glaube ich. Den störe ich lieber nicht. Jedenfalls noch nicht. Okay, den brauchen wir also, genauso wie den Billardkühl später für irgendwas. Wir können hier nichts machen, dort hinten können wir nur eine Etage höher gehen. Spielkugel. Können wir die nehmen? Während er trinkt vielleicht oder so? Nicht jetzt. Okay, die brauchen wir auch noch später. Na gut. Dann reden wir mal mit der bezaubernden Elaine. Oh Gott, Elaine. Immer wenn sie in der Nähe ist, sträuben sich mir die Nackenhaare.
Ich hoffe ja immer, dass das meine Spinnensinne sind, die mir sagen, dass Green Goblin in der Nähe ist. Aber nö, ist immer nur sie. Wie geht's, Helene? Viel besser jetzt, wo du hier bist. Das ist schön. Ich bin nämlich hier, um dir zu sagen, dass da ein Geschenk für dich in der Gasse wartet. Ist von Matt. Hörst du das? Das ist ein Geschenk. Oh, na toll. Weiß dein Freund SpongeMatt nicht, wann er genug hat? Naja, da war dieses eine Mal, als wir noch klein waren. Ach warte, da hat er auch gekotzt. Weiß ich auch nicht, aber er nimmt niemals ohne zu geben. Elaine, Matt ist wie dieses grüne Ding aus Ghostbusters. Überall, wo er hingeht, hinterlässt er seine Spur aus grünem Schleim. Wir reden von Slimer. Elaine, Matt ist wie dieses grüne Ding aus Ghostbusters. Überall, wo er hingeht, hinterlässt seine Spur aus grünem Schleim. Ist das so? Okay, aber was anderes. Willst du mal was unternehmen? Was unternehmen? Mit wem? Habt ihr eine neue Bedienung? Ist sie heiß? Hat sie einen Freund? Steht sie auf mich? Könnte sie mich im Arm drücken, Flagen? Nein, wir haben keine neue. Also, was dann? Möchtest du vielleicht mal mit mir ausgehen? Ach du Scheiße. Elaine, mit dir würde ich nicht mal ausgehen, wenn mein Leben davon abhängt. Wenn ich Lust auf einen qualvollen Tod hätte, würde ich mir eher die Pulsader mit dem Löffel aufschneiden, als mit dir auszugehen. Elaine, ich stehe zwar auf Sci-Fi und so, aber ein Date mit einem Alien ist dann doch etwas zu viel. Der ist so ein Arschloch, oder? Komplett. Sie tut mir sogar ein bisschen leid, weswegen ich gerade überlege, welche die am wenigsten schlimme Variante ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, weißt du, ich glaube nicht, dass ich gerade bereit für eine Beziehung bin. Oh, das ist... Okay, keine Sorge. Ich sehe dich dann. Ich bin echt froh, dass er den Satz gesagt hat und nicht irgendwas von den anderen Dingen. Aber reden wir mal mit dem Fremden. Er sieht aus wie ein Roadie von so einer Soft-Metal-Band. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Vergiss es, der haut mir doch aufs Maul. Na gut, und anscheinend mieft er auch, oder was ist das für ein grünes Zeug, was da immer wieder wegfliegt? Was haben wir noch hier? Wir könnten auch mit Sally reden, aber die hat gesagt, wir sollen rausgehen. Ein paar von den Flaschen sehen echt komisch aus. Besonders die hier oben, eine Power-Up-Flasche. Contra oder Probotector? Das ist hier die Frage. Das kann man nicht trinken. Warum nicht? Ich brauche gerade keine Streuwaffe. Schade. Gut, falls ihr übrigens Anspielungen entdeckt in diesem Spiel auf irgendwelche Sachen, schreibt sie mir sehr gern in die Kommentare. Ach, die Toilette muss ich gerade nicht. Ja, eigentlich schon. Das hier ist nur der Prolog, also lass uns mal zur Sache kommen. Ach so. Das konnte ich ja nicht wissen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal vor die Tür, um den Prolog anzuschließen. Ja, ein klassischer Matt. Hey Matt, soll ich Pater Roy für einen Exorzismus ranholen? Sieht mir ganz nach einem Fall von Schwallerbrechen aus. Schwallerbrechen. Ich hab's gerade ein bisschen komisch ausgesprochen. Oh mein Gott, der unglaubliche Matt setzt seine furchtbare Mutantenkraft in aller Öffentlichkeit ein. Ich habe ja schon Leute, die Kotze aus der Nase laufen sehen. Aber noch nicht aus den Ohren. Was für ein Partytrick. Ich finde das mit dem Exorzismus am besten. Hey Matt, soll ich Pater Roy für einen Exorzismus ranholen? Sieht mir ganz nach einem Fall von Schwallerbrechen aus. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Alter, du weißt, was ich davon halte, wenn du so viel trinkst. Sieh mal, Matt, ich versauf mein Gehalt so gern wie jeder andere, aber könntest du vielleicht mit etwas Selbstbeherrschung zeigen? Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Man wird halt erwachsen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den genannt haben. Kaum zu glauben, oder? Warte, ich glaube, ich hab's. Dr. Griffins Vollmaske. Der Bacon Golem 123 Splash. Der Bacon Golem. Weit weg, Alter. Ja, Mann, scheiße.
Was war's denn? Vesuvius Matt. Vesuvius Matt fesselt jeden. Genau. Alter, du weißt, was ich davon halte, wenn du so viel trinkst. Ich weiß, Alter. Die Party ist keine Party, solange Matt Griffin nicht im Strahl kotzt. Exakt. Aber ich mach mir auch irgendwie Sorgen um dich. Du kaufst dein Essen gar nicht mehr richtig. Ich hab da eben einen ganzen Nugget gesehen. Ich habe ja neulich diese Doku über Tauben gesehen und ich sag dir, die sind uns weit voraus. Die schlucken einfach alles runter und lassen ihren Magen den Rest erledigen. Naja, dafür hängen sie auch auf Strommasten rum und scheißen Leuten auf den Kopf. Machst du sowas auch? Sieh mal mit, ich versauf mein Gehalt so gern wie jeder andere, aber... Könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen? Ich weiß, Alter. Das Leben hat mir heute eine wertvolle Lektion erteilt. Echt? Welche denn? Prüf erst nach, ob da ein Obdachloser ist, bevor du hinter einen Müllcontainer kotzt. Wie angepisst ist Sally? Ach komm, sie sorgt sich einfach um dich. Ich wiederum sehe dich jeden Tag dem Tod ins Gesicht lachen. Und glaub mir, der Tod ist derjenige, der echt angepisst von dir sein muss. Okay, ich glaube, ich bin hier fertig. Bereit für eine Umarmung? Matt, ich will dich nicht mal umarmen, wenn du nicht vollgekotzt bist. Warum sollte ich das jetzt wollen? Abgelehnt, meine Religion verbietet es mir, die Besessenen zu umarmen. Wenn du keinen aufs Maul haben willst, bleib genau, wo du bist. Abgelehnt, meine Religion verbietet es mir, die Besessenen zu umarmen. Ja, ich weiß schon, wie du tickst. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts wird geteilt und drittens nicht mit Fremden reden. Und das Wichtigste hast du vergessen. Kein Verändern des Raum-Zeit-Kontinuums. Okay, Ladies and Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Mir nach, Randall, und versuch dran zu bleiben, denn diese Nacht... wird zur Legende. Matt, du hast... Hast du das gehört, Randall? Ich glaube, er ist da. Beeil dich! Hey, Schatz, mir geht schon viel besser. Großartig! Dann kannst du mir ja erklären, was die Frau hier in der sieben Tier auf meiner Verlobungsparty will. Ja, also, hör mal, Liebling, ich, Matt, bitte nicht jetzt. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Ihnen zu verkünden, dass der Esel angekommen ist. Genießen wir die Magie dieses Augenblicks. Tag 1, Montag, eine Kiste voll Schrott und zu viel Freizeit. Mann, was für eine Nacht. Alkohol, Kotze, Blut und ich glaube, ein Esel war auch dabei. Naja, Zeit zum Aufstehen. Schätze, ich sollte heute noch zur Arbeit. Okay, und damit können wir wieder mit Randall interagieren, aber ich würde sagen, liebe Leute, das machen wir nicht mehr jetzt, sondern erst morgen in der nächsten Episode von Let's Play Randall's Monday. Bis dann. Tschüss.